Willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play der Herr der Ringe Online mit mir, dem Dudaka. Und wir spielen wieder den Dudarik auf Bele und es ist immer noch zu nachtschlafender Uhrzeit. Deswegen rede ich auch immer noch nicht so ganz laut. Ich hoffe, das hört man aber später nicht mehr so schlimm raus. Sollte trotzdem einigermaßen gehen. Die schwarze Fackel an der Wand vor euch wirft für hervorragenden Schatten auf den Höhlenboden. Eine Fackel mit einer sonderbar leuchtenden Flamme, die furchterregenden Schatten, die sie wirft, scheinen mit einem eigenen Willen durch die Hülle zu wandern. Okay. Aha. Ich muss die Fackeln löschen. Knurrender Schatten. Einer. Ups. Wieder ein Level-Up für die Waffe. Oder für die Waffen? Nee, für die Waffe. Jetzt war es nur eine. Hier ist wieder eine Schattenfackel. Ups. Tat verliehen. Besiegt Wölfe und Schattenwölfe in Ennet Wave. Ruf erhöht. Sehr schön. Oder, nee, haben wir jetzt. Die müssen wir jetzt machen, ne? 120. Boah. Ja, nee, dann sparen wir hier noch. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Halten wir uns jetzt erstmal immer rechts. Mal gucken. Im Zweifelsfall ist das alles hier ein Rundgang. Und dann kommen wir wieder da raus, wo wir hergekommen sind. Also hier geht schon mal nicht weiter. Das ist auch gut. Aber es ist nicht zu fassen. Wir sind einfach schon wieder in einer Höhle. Ach, das war zu früh. So, sehr schön. So, die Hälfte hätten wir. Hier scheint es ja auch nicht weiter zu gehen. Ich sage, ich halte mich jetzt erstmal immer rechts. Oh. Okay. Habe ich das gemacht? Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Rune des Wanderers. Die sollten wir doch suchen. Hier wurde etwas im Boden geritzt. Dies ist die Rune, die Amarion beschrieben hat. Findet den Schriftrollenvorrat der Waldläufer. Aha. Da ist wieder so eine Fackel, die ich erstmal wieder ausmache. Ne, die hatten wir noch nicht.
Hier waren wir auch noch nicht. Aber gehe ich jetzt mal lang. Okay, hier blitzte gerade irgendwas auf. Sprich, wir sind von irgendwas grausam in der Nähe. Habe ich nicht gesagt. Habe ich mich jetzt ein bisschen verjagt. Wir haben beide so gewartet. Interessant. Gott. Da. Oder? Wo ist der denn jetzt hergekommen? Ihr Säcke. Das hat mir hier aber ganz schön viel Leben ab. Ah, na tschüss. Wieso laufen die denn hier auf einmal alle rum? Was geht denn jetzt ab? Vielleicht zwei von denen. Alter. Laufen hier Patrouille oder was? Könnte ruhig auch wieder gehen. Boah. Kommen sie schon wieder. Ich gehe mal wieder. Oh nein, Sackgasse. Scheiße. In der Hoffnung, dass sie mich jetzt echt nicht sehen. Wieso sieht er mich denn? Ich war unsichtbar. Das gibt's doch nicht. So schnell gebe ich nicht auf. Eieiei. Vor allem, wir kommen hier auch nicht raus, ne? Nehmen wir mal diese Schattenfackel ausmachen. Vielleicht hilft das ja was. Vielleicht sind damit die auch dann weg.
Da hinten läuft er. Oder was? Ja, extra schon am so gehen. Gleich zwei, ich freue mich. Habe ich damit dann endlich alle aus? Nee. Fehlt noch eine. Ach, was drücke ich denn als die falsche Taste? Ich würde gern... So, wo sind wir denn? Da sind wir. Wo gibt's denn die Vorräte? Ach, da stehe ich drauf. Also schon noch hier, okay. Das heißt, irgendwo, wo wir noch nicht waren. Kommt der jetzt hierher? Ne, der geht da um die Ecke. Aber genau da müssen wir doch lang. Saurüde. Die haben wir schon ausgemacht. Angeblich. Vergrabener Schatz. Sehr gut. Aber eine Lampe muss ich dann immer noch ausmachen. Oder eine Fackel. Die sind mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, ne? Die sind wie die schwarzen Reiter. Die hat man richtig gern. Komischen Biester da. Das war völliger Mist. So, mal gucken, krabbt hier. Ich hab den Schriftrollenvorrat der Waldläufer entdeckt. Sehr schön. Oh nein, 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 nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Tschüss. Alter. Natürlich blöd, weil jetzt kann ich die eh nicht mehr benutzen, aber... So die halbe Hoffnung, dass hier irgendwo noch so eine Fackel ist. Schattenfackel, sehr gut. Ich mich hier mal raus, weil dann dürfte ich es hier eigentlich fertig haben. Ja. Lalala. Weil rausgefunden hätte ich da glaube ich eh nicht mehr. Boah. Das sind immer so Schockmomente, so, aber wir wollen die Aufgabe ja auch noch fertig machen. Bevor ich sie abgebe.
Deswegen gehe ich jetzt da nochmal rüber. Was haben wir hier eigentlich noch? Hinterhalt. Könnte man auch mal machen. Aber wir brauchen ja noch diese Deserteure hier. Oder vielleicht ein oder zwei noch, je nachdem von wem wir es kriegen. Oh, ups. Naja. Trotzdem platt. Auch nichts. Wo sind die denn bitte, die das haben? Der hat auch nichts wie jetzt. Hä? Ja, dann müsste das doch haben, theoretisch. Na also, jetzt fehlt nur noch eine Überhose. Oben habe ich doch immer einen rumschleichen sehen. Sehr schön. Damit hätten wir das alles. Und jetzt fehlt uns noch... Fehlt uns nicht noch eine Aufgabe? Ja, eben. Besiegt Lu. Ja, eben. Den wollen wir doch auch noch schön ankragen. Greift mich denn jetzt an? Oh. Wo kommt die denn her? So. Aha, die schleichen hier also rum. Verstehe. So, und da wir da hinten rein müssen, schleiche ich mich jetzt hier oben drüber. Oh, ganz viele Särge und eine Hobbit-Leiche. Wie jetzt? Was geht denn hier ab? Das ist ja mal krass. Ja,
Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein Ende der Folge. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, und auch über Kommentare, wenn ihr welche habt. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.